Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen und herzlich willkommen hier zurück bei Decoy Place Bot of Bread. Ein Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Ich meine, natürlich habe ich einen Schlüssel. Ich bin ja immer bereit, um irgendwo einzubrechen und ja. Dementsprechend bin ich auch bereit, hier reinzukommen, aber... Ich brauche echt bessere Waffen. Bleib dabei. Ich meine, ich habe gute oder relativ gute Waffen, aber wir brauchen bessere Waffen. Ich glaube nicht, dass du mir richtig helfen kannst hier in diesem Kampf mal wieder. Oh. Naja, Kampf dürft, also vorausgesetzt, ich mache mein Kampfkommando richtig, dürften wir diesen Kampf in dieser Runde beenden können. Und da muss ich wieder gucken, dass ich auf Yagi wechsle. Oder wir könnten natürlich auch Claire nutzen. Das würde auch gehen. Na komm, gehen wir mal in die 40er hier. Mehr Segen. Ja, mehr Segen geht immer. Gut, übrigens gesagt, Yagi sieht jetzt aus wie ein Bösewicht, was nicht geht, weil er eigentlich ein Held ist, also gehen wir wieder zurück. Das sieht aus wie ein Gegner, der definitiv feuerresistent ist. Mit einer Frostklinge. Kann nicht sagen, dass es jetzt super effektiv war. Und ich nehme den Teil mit, die sehen aus, als wären die feuerresistent. Den nehme ich auch weg. Also selbst wenn sie es sind, ja, die ist halt immer noch ein bisschen OP. Hänge in der Spüle fest. Das ist auch einer dieser Sätze, wo ich nie dachte, dass ich sie sagen würde, aber ja. Irgendwie muss man doch nach da oben gucken. Vielleicht nicht von hier. Oder? Doch, 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 doch. So. Kein Salamander wird mir entkommen. Zumindest nicht, indem er sich als maximal als eine Art Baguette tarnt. Cyrus, ich kann deine unendlichen Räubereien tolerieren, aber bitte räum beim nächsten Mal hinter dir auf. Ich musste durch den Kühlraum gehen, um in den Keller zu gelangen. Das ist inakzeptabel. Cornelius. Wir werden also einen Umweg machen müssen, so wie sich das liest. Okay. Das ist Tomatensaft. Das ist eine Menge Tomatensaft, will ich damit eigentlich nur sagen. Ja, die typische Kombo. Einmal peitschen, einmal ein Inferno verursachen und dann dürfte der Kampf gelaufen sein, hoffentlich. Cha-cha-cha. Ja, so ziemlich. Ich meine, gerade so eben, vor allen Dingen durch die Resistenzen, aber es funktioniert halt, ne? Was soll ich mich da beschweren? Mehr Willenskraft. Mehr Segen. Gucken wir mal.
Ich habe jetzt einfach hier mit Gusto Segen gelevelt, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich da reinmachen will. Nervsicht, könnte helfen. AP sehen. Und schon. Man hat einfach grundsätzlich mehr WP, oder? Überhaupt nicht. Ist eine relativ langweilige Verbesserung, aber was viel Besseres haben wir aktuell nicht. Alles kaputt. Mist, der Strom ist wieder ausgefallen. Wie haben sie Claire genannt? Chloe, ja. Egal. Aber keine Sorge, ich habe die Lösung. Meine treue Laterne. Drücke und halte R2, um Licht ins Dunkel zu bringen. Mit ihr kann ich auch kleine Feuer legen. Lass R2 einfach los und ich werde meine Laterne werfen, um angekohlte Objekte aus dem Weg zu schaffen. Je länger du gedrückt hältst, desto weiter werfe ich die Laterne. Und jetzt vorwärts, Watsons. Schon irgendwie. Also er sagt, ich kann damit übrigens auch kleine Feuer legen. Das ist schon so. Mhm. Warum kannst du das? Ah, eine alte Statue einer jungen Frau. Sieht aus, als würde ein Amt fehlen. Ist aber nur Einbildung. Nein, nein, aber. Könnte genauso gut Einbildung sein. Ja, was soll ich sagen? Die Kämpfe werden jetzt halt immer auf dieselbe Art geführt. Bis ich entweder eine bessere Waffe finde, die auf alle geht. Oder bis wir eine bessere Technik finden. Aber bis dahin laufen die Kämpfe jetzt immer gleich. Immer komplett gleich. Es hat keine Tür gibt. Doch, da ist eine Tür, aber kann ich durch. Okay. Ich will auch gar nicht durch deine dumme Tür. Ja, hier so ein kleinen Schnarcher, aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Also, was soll. Immer noch sehr, sehr merkwürdige Bilder. Sehen halt aus wie, ich würde mal sagen, das gerade war wie eine Strohpuppe, die dann theoretisch zumindest durch angezündet werden kann. War das so ein bisschen wie der Wicker Man oder sowas ist, solche Sachen, die, also einfach Sachen, die man gebaut hat oder in dem Fall gemalt hat, damit man sie anzündet, aber so richtig schön ist das ja trotzdem eigentlich. Also auch vom Gemälde selber her, aber das hat ja, ich glaube, die Oma gemalt. Und wir gehen jetzt hier durch die Gegend und finden das dann einfach an. Ist halt ein bisschen fies. Meine Gedanken mache ich mir sehr früh, ne, weil ich ja trotzdem einfach alles anzünde. Aber nichtsdestotrotz, eigentlich ist das nicht sehr nett. Man glatt wieder sagen, ne, wer ist hier der Held im Spiel? Aber dann wiederum Kasper ist es auch nicht, wenn dann ist es knapp. Von daher. Zu viele Fragen, zu wenig Antworten. Aber genug Inferno für alle. Meine Güte, levelt man schnell in diesem Spiel. Da fällt ein Eiskakao vom Himmel.
Nice. Jedenfalls Kakao. Das ist eine Garage. Das ist der Innenhof. Okay. Da ist wieder ein geheimer Gang. Auch bekannt als Lüftungsschacht. Wer wohnt denn hier? Brandbombe. Wahrscheinlich die instabilste Erfindung des verrückten Erfinders Dr. Wowie. Jetzt wird es spontan. Mir wurde auch gesagt, dass Dr. Wowie unter Umständen eine Anspielung könnte man jetzt nicht sagen, sondern ein Wortspiel beziehungsweise ein Easter Egg, eine Anspielung auf Dr. Wily sein soll. Was, ja, sehe ich. Verstehe ich. Mal 2 Schaden, das ist 4 mal 1 Schaden, ja. Nehmen wir die. Da müssen wir nur das einmal drehen. Die Flammenpeitsche können wir dann rausnehmen und die Brandbombe können wir reinnehmen. Dann können wir noch die... Ich meine, eigentlich halt wurscht, weil wir es nie benutzen, aber ich kann dann halt das Ding auch noch drehen und dann können wir ein Küchenmesser hier oben reinnehmen. Dann haben wir wenigstens wieder eine Menge hier, ne? Voll, und wir haben eine neue Waffe. Danke, Dr. Wabi. Weiter geht's. Oben steht ein Schneetroll. Was ich jetzt irgendwie so ein bisschen weird fand, weil jetzt hatten wir die ganze Zeit böse Puppen und so, die uns verprügeln wollen. Und dann kommt man hier in den Friedhofsbereich und auf... Ich lege nicht das 2 ein, nein. Und plötzlich hat man wieder Schneetrolle und Kälteschleime. Okay, das war... deutlich weniger spektakulär, als ich es mir jetzt ausgemalt hatte, aber... Okay. Nein. Ich krieg das wieder an. Aber ist eine Zuckerstange. Ihr wollt schon sagen, was bitte... ballert oder versucht ja auf mich zu ballern. Ein Schleim. Ja, solche Gegner sind natürlich das Problem in Anführungszeichen. Die haben jetzt ein Schild gegen Hammer. Dementsprechend muss ich dann mit Yagi definitiv nachhelfen. Hätten sie jetzt kein Schild gegen Hammer, würden wir vernünftig Schaden machen. Wären sie sogar schwach dagegen, hätten wir noch mehr Schaden rausgehauen. Mit Zuckerstamm. Kaputt machen. Augenscheinlich nein. Nein. Aber ist eine schöne Eisfigur. Ein Törchen. Reinkommen. Sah nicht richtig aus. Sah überhaupt nicht richtig aus. Ah, naja. Ich glaube nicht, dass wir nach einem so kleinen Grab suchen. Schauen wir nach einem großen mit einem einzigartigen Muster drauf. Merkwürdig, dass du mir das überhaupt da sagt. Cynthia, Liebling, ich weiß, du liebst Kerzen nicht, aber bitte benutze nicht die Kerzen in den runden Gefäßen. Ich habe eines angestoßen und es ist umgekippt. Das heiße Wachs ist überall hingelaufen. Das hier, ja. Ah, oh, verstehe. Ah. Oh. Die Geister bestehen darauf, dass wir diese Tore reparieren. Wenn jemand gegen sie anstürmen würde, könnten sie ganz leicht aufspringen. Sind sie ja. Arme Stulle.
Fähigkeitenpunkte. Was machen wir denn heute? Ja, ist ja nun mal fertig. Ist jeweils in seinem Ding da gesehen? Aber nicht, oder? Alle, ne? Ah. Oder das ist ein Spezialangriff und deswegen habt ihr noch nie gesehen. Kann natürlich auch sein. Ich hab noch nie drüber nachgedacht, überhaupt mal da drauf zu klicken. RLP, was haben wir denn hier? Erläuterungen, die einschläfern. Ablenkungsmanöver, was verlangsamen kann. Oder Sarkasmus. Das geht auf alle, das geht. Dann komm, dann bleibst du bei Ablenkungsmanöver. Geht bei Einsicht. Liefert nur ein, das macht definitiv sauer und dementsprechend den Schild runter. Oder wir machen einfach Schaden. Einfach Schaden ist immer gut. Sag ich jetzt mal. Anyway. Ja. Halt, Wester. Hier. Verdammt, meine Unsichtbarkeit funktioniert nicht mehr. Ich muss mir den Kopf ziemlich hart angeschlagen haben. Was machst du im Mausoleum meiner Familie, Fremde? Bist du die Diebin? Auf frischer Tat ertappt. Nicht so laut, bitte. Mein Kopf. Beantworte unsere Frage, Diebin. Das ist eine Befragung. Gut, ich habe vielleicht ein paar glänzende Dinge herumgerückt, aber das sind alles Fälschungen. Billige Steinchen, kein echtes, einzig echtes Juwel da ist darunter. Weil Kaspar das echte Juwel hat? Glaub, was du willst, nichts nutzt. Aber du hast versucht, das Juwel zu stehlen. Das heißt, du hast den Clayton-Fluch ausgelöst. Ein Fluch also, das erklärt so einiges. Lass mich raten, eine einfache Elementarfalle, ein paar böse Geister, vielleicht ein Blutband, um ihn zu brechen. Was? Woher weißt du das? Ich meine, wir stellen hier die Fragen. Viel Glück dabei, den Fluch zu brechen, bevor ich mit dem echten Sonnensteinsplitter schon längst über alle Berge bin. Bis später, ihr Verlierer. Warum habe ich das Gefühl, dass sie mehr von uns erfahren hat, als wir von ihr? Ich... kann nicht so gut mit Leuten. Vergessen wir ihr und konzentrieren wir uns darauf, Claytons Hinweise zu entschlüsseln, bevor sie es tut. Gut, Hinweise hat sie rein theoretisch noch nicht von uns bekommen, also... einige Blumen können gefährlich sein. Aber Blumen sind immer ruhig. Nein, das ist nicht das Richtige. Wo ist dieser kleine, schnarchende... Salamander? Wir könnten jetzt rein, aber nein, sie hat die Tür wieder zugemacht. Was theoretisch sehr nett ist. Ein Hase ist sanft und weich. Aber ich habe noch keinen Hasen unruhig und an Gefahrenreich erlebt. Suchen wir weiter. Ein Schlüssel. Ein Aufenthaltsraum. Ja. Merkwürdiger Ort dafür, aber... ein Hase. Ja, das hier habe ich definitiv geglitscht, weil wir bräuchten das auch hier wieder. Es gibt kein Spiel, was ich nicht kaputt kriege, irgendwie. Mal, das reicht. Ich meine, ist ja schon schlimm genug, dass die Gegner wieder da sind dann. Ah. Tür war auch einfach offen. Irgendwie
mag das Spiel das nicht so richtig. Gut, du kommst den ganzen Weg mit, also jetzt stirb auch. Ja, irgendwo muss ich ja mal den Schlussstrich ziehen. Ja, das jetzt... Gut, das müsste funktionieren. Getötet, indem sie mit dem Finger auf das Succubus-Ding da gezeigt hat. Ein bisschen langweilig, zugegeben. Mit auch ein Zuckerstand, ne? Ob mir hat das gefallen? Ich bin mir, also der Ausdruck gefallen mir jetzt nicht sehr, sehr offensichtlich, aber. Mein. Schön, dass ich hier sein kann, ne? Versteht mich nicht falsch, aber. Muss man noch ein Grab finden. Ja, nur so ein kleines. Kleine Bonus-Explosion, wenn man so will. Aber. Jetzt kommt wieder das. Ich bin mir echt sicher, ich habe dasselbe Problem schon mal gehabt. Ich irgendein Grab ausgelassen habe, nämlich wie das hier. Eine Schneeflocke. Alleine ist sie zerbrechlich, aber in der Masse hart wie Stein. Naja, ein Schneeball halt, ne? Das muss es sein, das ist die richtige Antwort. Ja, hier steht etwas geschrieben. Jeder nutzt mich, jung und alt. Ich halte warm, es ist auch noch so kalt. Ob im Sommer verstaut oder im Winter in Gebrauch, es ist ein Familienwappen drauf. Das würde es in einer Kiste stecken. Tee und Kakao wird in Kisten verstaut, aber ich weiß nicht, ob wir welche mit unserem Familienwappen darauf haben. Jetzt mit etwas gemütlich, meinen paar dicken Socken. Ein vererbter Schal. Was ist das? Eine Steppdecke. Großmutter Cestia machte immer so ein Drama darum, dass ich ein Stück hinzufügen soll. Obwohl ich weder nähen noch sticken kann. Letztes Jahr habe ich sie auf dem Dachboden versteckt, damit sie nicht länger fragen konnte. Denkst du, sie liegt immer noch auf dem Dachboden? Bestimmt. Wenn ich nicht mehr genau daran erinnern kann, wo ich sie versteckt habe. Auch wenn sie es nicht mehr weiß. Wir laufen hin. Kein Scheiß. Ob die du. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe, als ich das Spiel ja oder zwei privat gespielt habe, ich habe äußerst viel Zeit gebraucht, um dieses Grab zu finden. Ich es einfach nicht gesehen habe und scheinbar immer komplett dran vorbeigelaufen bin. War nicht so ein Highlight, aber naja. In diesem Haus steckt so viel Krimskrams, es ist schon längst Zeit für einen Frühjahrsputz. Und vielleicht für einen Flohmarkt mit großen Rabatten. Guter Abend, nein. Man. Bittere Cyber-Elfen sollte definitiv eine Anspielung sein für Mega Man Zero. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. So ein sehr kleiner Zielbereich. Wahnsinn. Au. Ja, ich tendiere dazu zu sagen, dass ich immer noch lieber Yagi ins Team nehmen sollte, wenn ich kämpfe. Das macht Kämpfe deutlich einfacher. So, da wieder. Sehr schön. Zuckerstange. Ja, Zuckerstange. Nur Zuckerstangen, ey. Also okay, ja, gut. Bin ich verletzt? Ich hab nicht. Komm gar nicht rüber. Traurig. Hier drauf landen könnte ich wahrscheinlich da hoch, aber. Ne. Ne. Ja.
komische Kameraeinstellung, aber lassen wir mal vorweg. Denn sie führt uns zu einem Schatz. Ah. Die Gluthellebarde. Ein altes Sprichwort des Glutimperiums lautet: Halte deine Freunde nah, aber deine Feinde auf einer Hellebardenlänge Abstand. Guter Hinweis. Was kann die so? Eintreffen mit Blut. Blut und Feuer, wie man sieht, immer was anderes. Ja. Das Problem. Könnte die rausnehmen. Beziehungsweise wir nehmen das sichere Schwert raus. Und dann nehmen wir Messer, Küchenmesser raus. Für den Moment. Den Überblick habe, was ich hier treibe. Packen die Bombe höher. Ja, und dann können wir entweder so, dass wir einfach eine Glutimperium. Nein. Obwohl, das wäre auch nicht das Schlimmste, aber Zuckerschale. Naja, weird. Dieses ganze Haus, diese ganzen Sachen, die sie hier drin haben, einfach weird irgendwie. Wenn ich das mache, dann nehmen die wieder das Auto. Ich will ja nicht, dass meine Gegner überleben. Ich will ja, dass sie sterben. Einen grausamen, furchtbaren Tod und so. Und den theoretisch dann auch wieder möglichst schnell, ne? Damit man weiterkommen kann. Ja, jetzt fast weitergerannt, aber mittlerweile brauche ich ja wieder das Geld. Bin jung und brauchte das Geld. Das ist da oben der Aufenthaltsraum? Ja. Die große Musik gerade schneller. Oder bilde ich mir das nur ein? Das ist okay, wenn ich mir einen bilde. Ihr könnt mir das gerne sagen. Wenn ich verrückt werde, ist das halt so. Und hier einfach hoch? Ja. Okay. Erstaunlich einfach. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass da irgendwas im Weg. Eine neue Farbpalette für Lind, hey. Und das da ist Lind. Ah, ich weiß nicht. Ich meine, ja, aber irgendwie. Ich mag ja das Grau, aber okay. Süße. Cornelius, wir müssen das Gewächshaus versetzen. Wer hielt es für eine gute Idee, es direkt neben dem Dachboden einzurichten? Cyrus. Cornelius, also wirklich. Was passiert da? Was war das? Achi! Ach, hier ist es so staubig. Es tut mir leid, Lind. So. Ein bisschen. Ein Croissant. Ein Croissant. Oh, das. Das als Fleischpastete. Hier oben ist es wirklich staubig, ja. Hatschi, ich glaube, ich bin allergisch auf alten Kram. Ich glaube nicht, dass sie noch hier ist. Ich will das nicht tun, aber vielleicht sollten wir Großmutter Cecilia fragen.
ist sicher in ihrem Studium Obergeschoss und malt. Sag dir nur nicht, dass ich die Steppdecke versteckt habe, ja? Irgendwie ein Dämonenspiegel oder so. Nein. Weil wir in der Entfernung drauf sind und weiter weg nicht. Näher dran nicht. Ein Poster des weltbekannten Hellsehers Monsieur Krallinger. Diese kontroverse Gestalt sorgte aufgrund unglaublicher übernatürlicher Kunststücke im Laufe seiner Karriere für Ärger bei den Behörden. Ich meine, kein Wunder, ne? Er ist ein Gegner. Naja, das war's wieder fürs Erste von unseren Abenteuern hier auf dem Dachboden. In einem einzigen Haus, in dem wir sonst nicht weiterkommen. Professoren nicht getroffen, deswegen können wir immer noch die Karte nicht einsehen, was doof ist, weil sonst könnten wir ein bisschen gucken, wie wir so dabei sind. Aber ist ja egal. Und beim nächsten Mal machen wir mal. Mir fällt gerade auf, dass er zweimal Westen geschrieben hat da auf dem Kopf. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons für ihre Unterstützung bedanken. Danke euch, dass ihr an dieses Projekt glaubt und mich unterstützt. Und besonderer Dank geht dabei dann an Snowvillier, Pan88, Mihoyam und Nikita. Vielen Dank an euch vier, dass ihr an das Ganze hier glaubt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's erstmal wieder von unserem Freund dem Brot. Wenn es euch gefallen hat, ihr habt ja einen Link zum Abonnieren, braucht ihr gar nicht ersuchen. Oder seht euch ein weiteres Video an. Ich hoffe, ihr bleibt mir noch lange erhalten und bis zum nächsten Mal. Bye!